Ja, aber wenn die Skuldi tot ist, bringt mir das ja auch nichts. Oder? Wir haben nicht mehr so viele. Wenn du es eingestellt hast, dann nur eine. Ach so, aber so, ich kann ja nichts einstellen, Susanne. Das ist ja kein Randomizer. Das ist ja ein Hack. Ein offizieller. Ja, das hat ja gut geklappt. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Die Geisterjagd ist richtig eklig, das stimmt. Nee, wir lassen das. Dann musst du 10 abgeben, das ist halt eklig, 10 Geister abgeben. Wir gehen jetzt erstmal nach Kakariko, oder? Ja, wir gehen erstmal nach Kakariko. Offizieller Hack. Jetzt habe ich Angst vor Kitsune. Idee für eine Ultrabestrafung, die zuletzt angesprochen hast. Dann gelten 2 Strafen von Bestrafungsrat gleichzeitig. Ja. Könnte man machen, oder? Ich denke, das kann man umsetzen. Marcel Triebsch, hallo. Was geht? Schön, dass du da bist. So, wir gehen erstmal nach Kakariko. Wir gucken einmal zu den Skultis. Sollten wir ein Item bekommen, was uns weiterhilft? Ich weiß halt nicht, ist die Geisterjagd nötig? Ist die Story relevant, die Geisterjagd, Jens? Müssen wir die machen? Kriegen wir da ein Item, was Story relevant ist? Weil die Geister sind halt auch random neu platziert und ich kenne die alle nicht, die Aufenthaltsorte von den 10 Geistern. Gerade weil sie neu und random sind. Das wäre halt echt eklig, das zu machen. Bin dafür 2 Strafen gleichzeitig. Bis habe ich nur einen. Ja, hier, ne? Das ist einer von den großen Geistern. Der geht halt super schnell weg. Und ich habe gerade keine Pfeile. Ich müsste mir Pfeile kaufen. Okay, jetzt triggert hier erstmal was. 5 Strafen gleichzeitig, genau. Aber sind die Story relevant? Also sind die relevant, um dieses Spiel abzuschließen, Jens? Sind diese 10 Geister relevant? Bekommen wir da ein Item, was so relevant ist, dass wir es in der Story... Was? Habt ihr gerade einen Zombie gesehen? Da war gerade einfach ein Zombie. Strafe 1, kein Schmerz. Strafe 2, keine Schultertasten. Ich bin tot. Bam, ba, ba, bam. Du, du, du. So, wir lernen ein neues Lied. Ich weiß es nicht genau, aber da musst du vielleicht andere Fragen, die das Spiel vielleicht noch besser kennen. Okay. Dü, 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 dü. So, wir haben erstmal ein neues Lied gelernt, Leute. Das heißt, wir kommen jetzt zum Schattentempel. Die Geisterjagd ist halt super eklig. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Du isst sehr viel, ohne dich wäre der Zelda-Junge verloren. Das stimmt. Bei einigen Sachen, das wäre schon hart. So, wir brauchen Pfeile, Leute. Wir brauchen Pfeile. Wir haben jetzt auch gerade nicht so viel Kohle, ne? Okay, gucken wir mal, ob ein paar neue Skuldis da wären. Wir haben bisher, glaube ich, 2. 1 und 2, ne? Die 2 haben wir bis jetzt freigeschaltet. Ja. Nö. Wir haben 100 Skuldis und es gibt halt immer noch keinen neuen. Ah doch, ne. Nee. Ah,
Gut, mobiler Hotspot wird jetzt recht langsam. Also mache ich mich auf den Weg. Hoffentlich schaffe ich es zu mehr Streams in Zukunft. Schau, schau, viel Glück. Lenkt den Zelda-Jungen gut ab. Danke, Juri. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Spenden. Und ja, hoffentlich kommst du bald mal wieder vorbei. Würde mich sehr freuen. So, ich liebe die Melodie zum Schattentempel. Ja, die ist geil. Du sag mal, Lady Makoros, hast du gerade dein Bild geändert? Haben wir da etwa was gesehen, dass du da dein Bild gerade verändert hast? Wir brauchen Pfeile. Wo kriege ich denn jetzt ein paar Pfeile her? Auf eine schnelle Art und Weise. Hier nicht. Ich verlasse dann mal das Land. Shadow, du auch? Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Ja, das habe ich. Auch keine Pfeile. Ein neuer Makoros musste her. Gib mir jetzt ein paar Pfeile her. Mann. Nee, Pekka, da möchte ich nicht rein. Ich will nicht in den Klitsch laden. Ist das der mit der Rassel? Was? Welche Rassel? Oh ja, hier gibt's Pfeile. Sehr schön. Ich habe ein anderes Zelda Gold Quest gesehen. Ich weiß nicht, welche Version du hast. Ach so. Geh in den Laden, bedroh den Ladenbesitzer, dann hast du welche. Mann, das sind ja hier Maßnahmen. Meine Güte. Ach so, Makoros ist der aus Wind Waker. Makoros ist der aus Wind Waker mit der Geige. Den mag ich auch lieber, ehrlich gesagt. Makoros ist super. Der ist cool. So, wir haben erstmal, glaube ich, genug Pfeile für die Geisterjagd. Ja, wir machen noch ein bisschen Geisterjagd heute. Ich glaube, Schattentempel Anfang lohnt sich heute nicht mehr. Ihr wisst ja, wie lange wir für den Feuertempel gebraucht haben. Schattentempel wird bestimmt genauso lustig werden in der Hinsicht. Da, 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 du. Okay, gucken wir mal. Ist aber auch der Oberwaldgeist, oder? Nee. Also, ist ein Weiser. Ist das einer? Ist das ein Irrlicht, oder? Nee, das ist ein Falscher. Du brauchst Epona. Nee, eigentlich nicht, oder? Guck mal, wenn ich jetzt hier drüber gehe. Oh, ich brauche Epona. Okay. Ich hole mir Epona. Von dem kriegt man auch sinnvolle Sachen und keine goldenen Kackhaufen. Gut gesagt. Sehr schön. Okay, dann gucken wir mal. So, also ich glaube normalerweise, hier haben wir vorne normalerweise ein Schild stehen. Und wenn ich hier dran vorbeireite, kommt eigentlich schon einer. Der ist aber nicht mehr da. Nee. Ich glaube, hier hinten in der Ecke war aber auch einer. Wahnsinn. Der ist ja nur ganz schön lange da. Also das ist ja schon echt zu lange, wie lange der da ist. Okay, da ist er. Okay, ein Hammer. Es wird lustig werden, Leute. Es wird lustig. Ich hasse Geisterjagd. Ich liebe das im Randomizer, dass man das einstellen kann, dass man nur ein oder drei fangen muss. Aber, boah. Ansonsten ist das echt eklig. Muss jetzt noch was anderes machen. Hauptsache, meine Tipps und Ratschläge helfen dir. Dann immer weiter. Bis dann. Noch eine schöne Schiffsfahrt mit deinem mit deiner Partner. Was? Achso, danke. Danke, Jens. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank für die Hilfe. Und ein schönes Wochenende auf jeden Fall. So. Weitere Geister müssen her. Nachtschwärmersuche hasse ich auch. Aber hier kam doch auch einer, ne? Alter! Habt ihr das gesehen, wie schnell der weg war? Junge, Junge.
Steht irgendwo viele Nachtschwärmer du hast? Nee. Ich glaube, das sagt mir der Geisterjäger. Also der Händler. Der ist doch instant weg, dieser Typ. Wie soll ich das denn machen? Bisher habe ich keine. Deswegen, eins. Wenn ich hier rüber reite, kommt aber auch keiner. Doch, der kommt hier auch. Okay, hier kommt er länger. Okay, Hammer Nummer zwei. So. Catch. So, zwei Stück. Sag doch nicht zu laut in den Geistern. TJ werden immer alle 10 Geister mit Freunden anfangen. Nicht anvisieren. Doch, anvisieren dürfen wir wieder. Oder was darf ich nicht anvisieren? So. Nummer 2. Ach Leute, das wird so lustig. Hier gibt es im Original auch einen. Der ist jetzt aber nicht mehr da, okay. Ach Mann. Das ist nicht lustig, Leute. Wie soll man die denn alle finden? Wenn es da ein relevantes Item gibt, wäre das super mies. Zwei haben wir jetzt, ja. Aber das sind halt nur zwei, ne? Und wenn wir dann noch acht müssen, oh. Ich kann jetzt halt auch nur die Orte so ein bisschen abreiten. Ich meine, dass die Nachtschwärme abhauen, wenn du sie anvisierst. Okay. Das wusste ich nicht. Da ist einer. Na. Okay, gut. Da kommt einer. Alles klar, den holen wir uns. Dann sind wir bei 3, aber das ist immer noch... Boah. Ist halt nix. Oh. Na, der ist in der Wand gespawnt. Shit. Brauchen bald wieder neue Pfeile. Wir sind gedanklich bei mir, du schaffst das. Okay, ein bisschen mehr so hier. Perfekt. So muss das laufen. Ja, was sagt ihr? Ist das was, was wir offscreen machen sollten? Oder wollt ihr dabei zugucken, wie ich das suche? Wie steht ihr dazu? Weil ist schon echt übel. Ist jetzt auch nicht so, dass man sich sowas halt, ne? Dass ich mir jetzt sowas einfach herbeisuchen kann, weil da muss ich halt wirklich suchen. Es gibt ja keine Lösung jetzt für den Hack unbedingt. Also nicht unbedingt. Mir egal. Mir ist beides recht. Das gehört dazu. Ich würde es gern sehen. Also. Okay. Streamverlängerung. Die meisten scheinen es auf jeden Fall sehen zu wollen und einigen ist es egal. Eine Feenquelle, schön. Einer für alle und alle für einen. Super. Ich frage mich halt, wo noch 7 Geister versteckt sein sollen. Aber wir haben ja auch noch nicht mit dem Geisterjäger geredet, oder? Mach eine Umfrage dazu. Könnte man eigentlich machen. Streamende. Die Ritter von Hyrule bleiben dabei. Super. Komm, einen Geist fangen wir noch. Einen holen wir noch die und geben die 4 Geister ab. Dann müssen wir im nächsten Stream nur noch 6 Stück finden. Dann haben wir schon mal fast die Hälfte. Nö, Streamende ist in 5 Minuten. Ja, seht ihr?
da ist gerade einer gespawnt, aber warum? Was habe ich gemacht? Wo bin ich langgelaufen? Wieso bist du gespawnt? Gespawnt. Du Scheiße. Ach du Kacke. Oh, oh Mann. 5 Minuten noch, ja egal, wie sehr unser Troll wieder plärt. Unser Troll. So. Jawohl, da ist er. Da ist er down. Sehr schön. Bei Uniqlo gibt es gerade eine Zelda-Kollektion. Hab mir direkt ein Grog-T-Shirt bestellt. Hey, super. So, Leute. Jetzt haben wir 4 Geister. Du. Du. Durch Epona's Kopf der Fall. Okay, das ist normaler. So, die geht man noch schnell ab, würde ich sagen. Oh, sorry, Geist. Das war nicht meine Absicht. Du bist mir in die Hand gerannt. Gelaufen, geflogen. Wie auch immer. Jo, dann müssen wir im nächsten Stream nur noch 6 Geister machen. Und dann hoffentlich gibt es da schönes Item für. Also ich könnte mir halt vorstellen, da könnte halt das Auge der Wahrheit für rausspringen. Oder die Schuhe, die Hoverboots. Könnte auch sein. Hm. Wäre beides gut und nützlich für Schatten und für Geistertempel. Wäre beides gut. Hallo, lieber Geisterjäger oder Fänger oder Sucher. Oh, Geld gibt's ja auch. Genau, es gibt jetzt immer Punkte dafür und ich soll 10.000 Punkte erreichen. Ne? Oh, das wird auch so eklig. Maike ist... Ich bedanke mich, dass du da warst. Schön. Schönes Wochenende. Ich kann nicht mehr reden. Oder eine Eisfalle. Ja, das kann natürlich auch sein. So. Zack. Okay. 50 Rubine. 100 Punkte. Genau. Also wir müssen 1000 Punkte erreichen. Wir müssen 10 Geister fangen. Die sich da überall verstecken. Und wir haben jetzt 400 Punkte, richtig? Ja. Alles klar. Das heißt, beim nächsten Mal noch 6 Geister fangen. Krieg mal hin. 1000 Punkte, nicht 10.000. Nein, 10.000 machen wir nicht. 1000 Punkte. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Hiermit... Okay, wir haben noch 2 Minuten. Sorry. Ihr habt natürlich recht. Wir haben noch 2 Minuten. Einen Geist fangen wir noch. Let's go. Ich will mal nicht so sein, ne? Einen kriegen wir noch hin. Ein treibt man noch irgendwo auf hier. Danke für die Grüße und die Urlaubsgrüße und alles. Vielen Dank. Ich hoffe auch, dass ich einen wunderschönen Urlaub habe. Wie gesagt, nächste Woche Samstag findet dann leider kein Stream statt. Aber Projekte werde ich vorproduziert haben, sodass ihr mindestens eine Folge jeden Tag erhaltet. Also das ist Minimum, was auf jeden Fall stattfinden wird. Genau. Und dann machen wir halt die Folgewoche darauf wieder auf jeden Fall Stream. Und dann kann ich erholt aus dem Urlaub erstmal 6 Geister fangen oder 5. Ich weiß gar nicht, wo jetzt hier noch 6 Geister rumlungern sollen. Kann mir das mal jemand erzählen? Dankeschön, liebe Leute, danke. Danke für die ganzen Urlaubsgrüße. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Idee. Da ploppen einfach Bäume auf. Also ich kann mich jetzt halt auch nur ans Original halten, dass irgendwo durch Büsche gerannt werden muss, du an bestimmten Bäumen vorbeirennen musst, aber das ist hier halt wieder alles anders. Das ist so schlimm. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo eine Lösung dafür, wo die alle sind. Muss ich mich mal erkundigen online.
normalerweise hier halt irgendwo an dem Baum vorbei. Aber die sind hier alle nicht. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Ja, das frage ich mich auch. Ich frage mich, ob die Geister jetzt vielleicht auch in anderen Teilen, zum Beispiel im See, auftauchen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich hoffe es zumindest nicht. Das wäre ja sowas von mies. Also das wäre jetzt wirklich sowas von mies. Aber ja, man kann ja mit dem... Man kann ja mit dem Pona auch über den See reiten. Man kann es mal versuchen. Hier ist gar nichts, ey. Eieieiei, wo sollen denn hier überall noch Geister sein? Ich finde jetzt schon keine mehr. Und es sind nur 6 Geister, die fehlen. Oh je. Das kann was werden. Ich glaube, da muss wirklich eine Lösung ran. Richtung Gerudos, ja. Ist aber auch nichts los. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wahnsinn, hier sind überall keine Geister. Ich werde mal recherchieren, wenn ich was finde, werde ich es im Discord posten. Oh, super lieb. Dankeschön, Lady Makoros. Das wäre auf jeden Fall super hilfreich für den Stream nach deinem Urlaub. Oh, perfekt. Danke dir. Ja, hier ist ja gar nichts mehr. Also ich bin jetzt eigentlich fast alles abgeritten. Da war jetzt nicht wirklich noch was. Wäre auf jeden Fall mega nice, wenn du was finden würdest. Das würde mir so weiterhelfen. Ja, hier ist irgendwie so ein Stein. Der ist neu. Oh. Vielleicht muss man sich auf die neuen Dinge konzentrieren, die hier gespawnt sind. Guck mal, das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein Hinweis hier. Aber nur von der einen Seite, oder wie? Von der anderen Seite kommt nichts. Vielleicht einfach so versuchen, die Unterschiede zu erkennen. Was ist anders in dem einen Abschnitt? Also was ist anders im Original? Was ist anders im... Nein, 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 das war knapp. Shit. Den einen holen wir uns noch, Leute. Okay, da könnten wir uns auf jeden Fall nochmal drauf stützen. Nein. Okay, den haben wir noch. Sehr schön. Okay, dann ist es nur die Hälfte. Immerhin. Sind es beim nächsten Mal nur noch 5. Gut, Leute. Jetzt ist aber Feierabend hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine fabelhafte Woche, nächste Woche, aber jetzt ist erstmal noch Wochenende. Genießt euer Wochenende, macht noch was Schönes, erholt euch gut und ja, ich freue mich dann übernächste Woche wieder mit dem Stream bei euch dabei zu sein. Wie gesagt, es wird dann nächste Woche bis teilweise übernächste Woche ein bisschen ruhiger bei mir. Kommentare beantworten wird halt nicht ganz so krass werden. Ansonsten, Videos werden wahrscheinlich fast täglich kommen, vielleicht mal nur eins, aber sie werden kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, gerne liken, abonnieren, falls ihr es noch nicht habt und beim nächsten Stream übernächste Woche Samstag 18 Uhr wieder mit dabei sein. Das war's von mir, danke für euch alle, danke für die krassen Spenden, für die Unterstützung, ihr seid super. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge, tschüssi.